Hallo und willkommen wieder auf dem Kanal. Nach unserer Reise durch die nördliche Hälfte Portugals beginnen wir eine neue Reise, ein neues Abenteuer, das uns diesmal ein wenig weiterbringen wird und uns durch ganz Europa führen wird, bis wir Polen erreichen, den wir von Norden nach Süden besuchen, bevor wir in die Tschechische Republik gehen, wo wir den nördlichen Teil und Prag besuchen werden, um dann die italienischen und französischen Alpen zu genießen. Und wenn Ihnen unser Video gefällt, vergessen Sie nicht, es zu mögen, sich anzumelden und die Benachrichtigungen zu aktivieren, damit Sie wissen, wenn wir ein neues Video hochladen. Wie wir am Anfang des Videos kommentierten, nach einer schönen Reise durch die nördliche Hälfte Portugals, und von dem wir sie im Link zur Playlist in der Beschreibung hinterlassen haben, beginnen wir ein neues Abenteuer, das uns bei dieser Gelegenheit nach Polen von Norden nach Süden, dem Norden der Tschechischen Republik und Prag bringt, um uns dann in die Alpen zu bewegen, und in Italien die Dolomiten und das Austertal und einen Teil der Alpen in Frankreich zu besuchen. Es wird eine Reise mit einer Dauer von etwas mehr als einem Monat sein, während der wir rund 9000 Kilometer durch Frankreich und Deutschland bis nach Polen fahren werden. Während der Fahrt bis zur polnischen Grenze werden wir mit Ausnahme Frankreichs auf der Autobahn fahren, wo wir einen Teil der Strecke über Autobahnen und einen Teil über Nebenstraßen durchführen werden, um die teuren französischen Mautgebühren zu vermeiden. Die Reise zwischen Torrevieja und der polnischen Grenze führt uns zu etwa 2500 Kilometern, eine Entfernung, die wir ohne viel Eile in etwa 3 Tagen zurücklegen. Am ersten Tag schliefen wir schon in La Jonquera, ganz in der Nähe von Frankreich. Am zweiten Tag, nachdem wir Frankreich überquert hatten, schliefen wir schon in Deutschland, in einem kleinen Dorf in der Nähe der Grenze zwischen Deutschland und Frankreich. Am dritten Tag nach der Überquerung Deutschlands kamen wir nach Polen und schliefen in Poznan, der ersten polnischen Stadt, in der wir unser Abenteuer begannen. Poznan, mit etwa 500.000 Einwohnern, ist die Hauptstadt der Region Großpolens und ist bekannt, weil es der Brunnen der polnischen Nation ist, da es in der Vergangenheit die Funktion der Hauptstadt des Staates erfüllte und die Residenz der polnischen Monarchen war. Wir beginnen unseren Besuch der historischen Stadt in der Plac Kolegiaki, einem kleinen, aber schönen und bunten Platz, von dem wir mehrere in Polen besuchen werden, und in dem vor allem der Glockenturm der kleinen Basilika St. Stanislaw hervorhebt. Hier finden wir auch 2 Ziegen, die kämpfen, eines der Symbole der Stadt Poznan, ein Symbol, das von einer Legende abgeleitet wird, nach der, um die Eröffnung der Rathausuhr zu feiern, ein junger Koch die Vorbereitung des Hauptgerichts beauftragt wurde, ein Bein aus Gerste, mit einem solchen Unglück, dass der Bein von Gerste in die Blasen fiel und verbrannte. Der Koch rannte zu einem nahegelegenen Zaun, wo er 2 Ziegen stieß, die er in die Küche brachte, die flüchteten und bis zur Türme des Turms kamen, wo sie anfingen, sich Kopfschmerzen zu geben. Er machte dem Bürgermeister und den Gästen so viel Spaß, dass sie dem Koch vergeben und den Uhrmacher beauftragen, einen Mechanismus herzustellen, der den Moment wiederholte. Nach dieser Legende genießen wir weiterhin den Besuch dieses schönen Platzes, der vom alten Jesuitenkollegium und seinem schönen Hof geführt wird, in dem Napoleon 3 Wochen lang lebte und Chopin einige Konzerte gab. Neben uns befindet sich die Basilika St. Stanislas, eine der schönsten barocken Kirchen Polens, die im 18. Jahrhundert erbaut wurde und den Zweiten Weltkrieg überlebte. Die schöne rosafarbene Fassade verbirgt in ihrem Inneren eine kleine und schöne barocke Kirche, wunderschön mit goldenen Details geschmückt, und in der ein Organ mit mehr als 2600 Rohren hervorhebt. Diese schöne Kirche hat ihre eigene Legende. Es wurde mehrmals das Gespenst einer älteren Frau in Schwarz gekleidet auf dem Balkon des Organs gesehen, der schwer zugänglich ist. Es wird angenommen, dass es die Seele einer Frau ist, die im Jahr 1870 eine Menge Geld gespendet hat, um das Organ zu kaufen, und die es heute noch bewahrt.
Wir verlassen diesen schönen Tempel und folgen der Straße vor seiner Fassade und erreichen in kurzer Zeit den Stari Rynek, den Alter Marktplatz, einen schönen Platz, der der touristischste Punkt der Stadt ist, wo die mächtigsten Familien ihre Häuser gebaut haben. Hier finden wir eine Mischung aus gotischen, Renaissance, Barock und Neoklassik-Gebäuden, von denen ein großer Teil während des Zweiten Weltkriegs zerstört wurde und später wieder aufgebaut und in ihren ursprünglichen Zustand wiederhergestellt wurde. Neben der Gemeinde finden wir eine Gruppe von bunten Häusern, die Häuser der Kaufleute, an der gleichen Stelle, in der im 13. Jahrhundert gab es Warenhäuser, wo Salz verkauft wurde, Kerzen, Türme und alle Arten von Gegenständen. Im 15. und 16. Jahrhundert wurden die Verkaufsstellen durch diese schönen Häuser ersetzt, mit dem Laden im Erdgeschoss und der Wohnung im Obergeschoss. Und als Neugier sind die Häuser so eng, weil sie nicht breiter sein konnten als die Marktplätze. Neben den Häusern der Kaufleute finden wir die schöne Gemeinde, ein beeindruckendes Gebäude aus dem 16. Jahrhundert, das im Laufe seiner Geschichte mehrere Katastrophen erlitten hat, wie ein Brand, ein Hurrikan oder die Bombardierung während des Zweiten Weltkriegs, nachdem es vollständig rekonstruiert wurde. Vor dem Rathaus, jeden Tag um 12 Uhr, können Sie sehen, wie Touristen auf seinen Turm schauen und die Ziegen kämpfen und 12-mal die Hörner schlagen. In der Nähe des Rathauses, in einer engen Straße, finden wir eine Quelle mit einer merkwürdigen Figur, der Bamberka, eine Hommage an die Bambas, armen katholischen Bauern aus Bayern, die im 18. Jahrhundert in die Gegend von Poznan zogen, um zu helfen, die durch den Krieg und die Pest zerstörten Dörfer wieder aufzubauen. Als Neugierde wurde diese Statue von dem Bildhauer geschaffen, der später Reichskultursenator und Hitlers Lieblingskünstler wurde. Ganz in der Nähe des Platzes befindet sich das Königliche Schloss, das auch nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut wurde. Dieses Schloss wurde im 13. Jahrhundert erbaut und kann kostenlos besucht werden, und von oben auf dem Turm haben wir einen beeindruckenden Blick auf die Stadt. Wie Sie sagen, hat dieses Schloss seinen eigenen Geist, den Geist der Prinzessin Ludgard, der wie eine weiße Dame die Zimmer und die Mauer des Schlosses durchquert. Es erzählt die Legende, dass sie am 14. Dezember 1962 auf Befehl ihres Mannes von ihren Dienern ermordet wurde, der verärgert war, weil sie ihr keinen männlichen Erben gegeben hatte. Aber es gibt auch ein anderes Gespenst im Schloss, das Geist eines schwarzen Ritters, der anscheinend während seiner Beerdigung für die Herzogin weinte. In der Nähe des königlichen Schlosses finden wir das Kaiserliche Schloss, eine beeindruckende Burg, die 1910 für den deutschen Kaiser Wilhelm II. Erbaut wurde, zu der Zeit, als Poznan Teil des Deutschen Reiches war. Heute beherbergt das Schloss ein kulturelles Zentrum, und in seinem Inneren im sogenannten Rosentor, kann man eine Kopie der Quelle des Leopardenhauses der Alhambra sehen. Neben dem Schloss finden wir das Enigma-Zentrum, die Maschine, die den Austausch von verschlüsselten Botschaften der Deutschen während des Zweiten Weltkriegs erlaubte und deren Entschlüsselung einen wichtigen Teil der polnischen Mathematiker hatte, die zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkriege an der Fakultät für Wissenschaft der Universität Poznan studiert hatten, die ihren Sitz im Kaiserlichen Schloss hatte. Es ist ein teilweise interaktives Museum, das die ganze Geschichte der Verschlüsselung und der Kryptographie durchquert, bevor es zu dem Teil kommt, der der Enigma-Maschine gewidmet ist. Und an diesem seltsamen Ort beenden wir unseren Besuch in Poznan, da ein starker Sturm uns daran gehindert hat, diese schöne Stadt weiter zu genießen, die sicherlich, wie wir sie begeistern wird und sie ermutigen, weitere Orte in Polen zu kennen.